Wir befinden uns hier in der wunderschönen katholischen Pfarrkirche in Eggenfelden. Es ist eine spätgotische Kirche und das hier ist der Blick nach Osten Richtung Chor. Diese spätgotische Kirche St. Nikolaus und St. Stephan wurde vermutlich um 1400 errichtet. Der Altar, den wir da hinten sehen, ist ein neugotischer Hochaltar mit spätgotischen Elementen. Diese kreativen und originellen Rippenkonsolen hier im Mittelschiff sind außergewöhnlich und auch das Kruzifix hier im Rippenbogen um 1520. Ich befinde mich hier auf der Westempore bei der Orgel. Hier gab es einmal eine barocke Orgel, die dann umgebaut wurde von Martin Hechenberger 1869 im Sinn natürlich der Orgelromantik. Und es gab dann ein neugotisches Gehäuse. Musste aber weichen 1907 Steinmeier aus Oettingen, der eine völlig neue Orgel gebaut hat. Diese wiederum musste weichen 1947 einer Weise-Orgel aus Plattling. Aber mit dieser war man nicht so zufrieden und deswegen baute man 1996, 1997 eine völlig neue Orgel samt völlig neuem Prospekt von Johannes Kleis aus Bonn. Mit 43 Registern. Es ist dieser typische Kleis-Rundbogentisch mit einem leicht gewölbten Pedal, einer interessanten Sätzeanlage, in dem die Buchstaben die Zahlen sozusagen ersetzen. Man setzt also die Buchstaben, man setzt nicht nach Zahlen. Also eigentlich umgekehrt, wie ich es kenne. Und das erste Manual ist das Rückpositiv. Die Stadtpfarrkirche St. Nikolaus besitzt vier Glocken. Früher gab es sogar fünf. Und es gibt auch weitere sehr schöne Kirchen hier in der Gegend. Die Expositurkirche St. Michael mit einer Thomas-Jan-Orgel, die evangelische Kirche mit einer Georg-Jan-Orgel, die eine von 96, die andere von 86 und die Friedhofskirche unserer lieben Frau. Und es gibt auch eine Klosterkirche. Und wir befinden uns in Niederbayern, zwischen München und Passau. Nürnberg ist natürlich auch nicht weit weg. Und die Leute haben einen sehr netten Dialekt. Zum Beispiel, wenn etwas nicht gut funktioniert oder etwas nicht Gutes, dann heißt es Klump. Das ist ein Klump, heißt es dann.